So, musste gerade kurz die Aufnahme unterbrechen, weil meine 15 Minuten abgelaufen waren. Aber jetzt geht's weiter. Okay. Gehen wir jetzt erstmal hier rein. Setzen natürlich unser Gildensiegel dort ein. Ich nehme euch eure Bedenken nicht übel. Cooler Mechanismus. Und was finden wir dahinter? Natürlich den verbotenen Teil dieser Bibliothek. Wir erinnern uns, Sabine sagte uns ja, dass nur Helden diese Prüfung hier unten überstehen könnten. Wollen wir mal schauen, ob es wirklich so schlimm ist. Oder ob er da vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Okay, wir gehen aber erstmal hier neben auf die Seite. Hier ist nämlich eine Silbertruhe, die wir auch gleich mal öffnen werden. Da ist nämlich was Schönes für unseren Hundi drin, ne? Und zwar Hundetraining, Kampf 2. Mit Hilfe dieses Buches könnt ihr euren Hund für euren Kampf ausbilden. Das ist ganz spannend, weil unser Hund, wenn wir ihm das jetzt beibringen, komm her, Hund trainieren, kann er ja am Boden liegende Gegner angreifen und ihnen in die Kehle beißen. Das ist eigentlich ein recht nettes Feature, wie ich finde. Macht er auch eigentlich recht häufig. Hier liegen überall so drei, vier Gold drin in den Regalen. Die klappe ich jetzt nicht alle ab, aber hier hinten liegt noch ein Buch, das ich auch noch mitnehmen möchte. In einem Schwertkampf müsst ihr dafür sorgen, dass ihr als erstes trefft. So einfach ist das. Ja. So denke ich mir das auch. Wäre ja blöd, wenn wir den anderen erst zuschlagen lassen. Ich glaube, das hätte ja, hier und da ein paar Nachteile für uns. Irgendwas hat sich jetzt hier bewegt. Der Weg geht in die Richtung. Dann gehen wir mal hier runter. Finden dort unten eine Kiste. Sehr schön. Gesundheitstrank wieder. Kann ich nichts machen? Nee. Ja, leg dich einfach hier hin. Du weißt nicht, was da vorher auf dem Boden gelegen hat. Also, so kommst du mir das nächste Mal nicht mehr ins Bett. Damit das klar ist. Schrecklich, diese Hunde. Hallo! Hier ist nochmal Sag ich Jasper. doch. Ich glaube, das erstaunliche Ding ist ein sogenannter Kreisel. Und wo wir Nein. gerade von erstaunlichen Dingen sprechen, ich habe Erstaunlich. etwas Unglaubliches im Unterschlupf gefunden. Ihr solltet so schnell wie möglich wiederkommen. Ja, das machen wir doch gleich mal. Der Unterschlupf enthält eine Waffenkammer mit ganz erstaunlichen Waffen. Schon wieder heroischen erstaunlich. Waffen, die euer Vater euch hinterlassen hat. Hier entlang. Erstaunlich. Zugegebenermaßen wirken diese Waffen noch nicht sehr beeindruckend, aber im Ach Buch doch. steht, dass sie sich durch die Benutzung verändern. Sie werden tödlicher und entwickeln fantastische Eigenschaften. Es handelt sich um lebendige Waffen und eure Art zu kämpfen bestimmt, wie sie sich entwickeln. Also so viel wie der Kerl labert, ist der wohl die größere Waffe hier. Aber den kann ich leider Im nicht Buch mitnehmen. steht, der Hammer wird durch Benutzung größer Quatscht und einfach die schwerer. Gegner in den Tod. Unglaublich. Im So, Buch wir steht, haben den der Hammer Heldenhammer wird durch Benutzung und das größer und Heldenschwert. schwerer. Unglaublich. Da ich auf Im Buch Schwerter nicht steht, so der stehe, Hammer wird ja, durch ich Benutzung nehme das jetzt größer hier. und schwerer. Unglaublich. Ich Der Hammer mag. wird euch auf euren Wegen gute Dienste tun. Und je nachdem, wen ihr tötet und wie, wird Er er geht immer mir manchmal so stärker. auf den Zeiger. Tja, jetzt seid ihr ausreichend bewaffnet und solltet auf alles, was euch unter der Brightwall Akademie erwartet, vorbereitet sein. Danke. Ja, was ich jetzt gerade eben sagen wollte. Ja, der Kreisel. Man aktiviert ihn, Warum indem sage man ich überhaupt ihm einen was? Schlag versetzt. Eure neue Waffe soll dafür geeignet sein. Ich nehme deswegen den Hammer, weil es mir einfach so viel Spaß macht, mit stumpfen Gegenständen auf irgendwelchen Sachen rumzuhauen.
Das finde ich klasse. Nennt mich verrückt, aber ich finde es toll. So, wie wir jetzt gesehen haben, geht es jetzt hier weiter. Aber ich will mir erst das hier nochmal anschauen. Ohne Schlüssel nicht öffnen. Gut, den werden wir dann auch irgendwann bekommen. Jetzt kommt ein neuer Gegnertyp, dessen Namen ich vergessen habe. Dafür werden mich wahrscheinlich Fable-Veteranen lynchen wollen. Das wohl ein sehr gängiger Gegnertyp ist. Ja, der hohle Mann. Wir werden gleich mal unsere Waffe hier ausprobieren. Das funktioniert doch gut. Oh, gut, mit zwei Schlägen. Das sind jetzt nicht so die Übergegner. Aua. Na. Das werden mir jetzt aber gerade ein paar viele. Ich will hier ein bisschen Schneise da durchschlagen. Sehr schön. Ja, das sind so diese random Standardgegner. Also, wenn keine anderen Gegner kommen, dann kommen die. Ein Ausgrabungsort. Wo? Links, rechts, Mitte. Den hat er jetzt natürlich über Kilometer schon ausmachen können. Aber ein Schatz, den man schon sieht, wo man schon quasi davor steht, den sieht er nicht. Na gut. Vielleicht liegt es auch im Hundetraining, dass er es jetzt besser macht. Ach, wer weiß. 50 Gold. Schon mal nicht schlecht. Ja, hier unten ist eine goldene Tür. Keine Ahnung, wie ich dorthin komme. Also einen goldenen Schlüssel hätten wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir für die Tür da unten mehrere brauchen. Aber auch hier kommen wir noch nicht durch. Oh, doch, kommen wir. Was erzähle ich eigentlich? Ach ja, okay. Richtig. Ach, schon einen kleinen Moment her, wo ich das Ganze offscreen mal gemacht habe. Was heißt ein kleiner Moment? Ich kann mir ja generell eh nie was behalten. Ah, okay, hier ging es nicht weiter. Warum sollte ich mir also solche Sachen hier behalten können? Ja, wo ich jetzt gerade eben dran war, hier ist auch keine von diesen Scheiben. Wie hat er sie genannt? Zirkel? Keine Ahnung, hab's schon wieder vergessen, wo wir wieder beim Thema sind. ja, wahrscheinlich, wenn wir da später hinkommen. Wenn wir auch diese Anfangstür da, diese eine silberne, wo ich gerade eben schon mal vorstand und einen Schlüssel brauchte. Ich denke mir mal, wenn wir die aufbekommen, dann kommen wir auch da unten hin. Ja, hier kommt jetzt ein kleines Plattformrätsel, was ich erstmal meinen Zauber aktivieren muss. Okay, was heißt Rätsel? Es ist eigentlich, ja, schon sehr simpel. Hier oben diese Dreiecke, diese Pfeile in die verschiedenen Richtungen. Gut, hier ist jetzt nur eins, ich mach mal das erste hoch. Wenn ich da drauf laufe, geht eine andere Plattform hoch. Wir müssen uns jetzt halt so unseren Weg hier durchbahnen. Der Clou bei der ganzen Geschichte ist, ich kann auf jedem immer nur einen Weg aktivieren. Das heißt, ich muss hier auch ein bisschen intelligent schauen, was ich aktiviere, und damit ich wirklich zu den ganzen Kisten hier komme. Ich glaube, in diesem Fall gehen wir jetzt erstmal nach hier hinten. Na komm. Kreaturenbeschwörungstrank. Die Sachen sind auch recht nett. Ja, da wird für ein paar Sekunden werden Kreaturen beschworen, die die Gegner ein bisschen ablenken. Hat einige Vorteile, gerade bei manchen Bosskämpfen. Da jetzt keine Lust, irgendwie in den Nahkampf zu gehen. Nicht, dass ich da aus Versehen auf irgendeine
Plattform drauf trete und mir dann den Weg verbaue. Was haben wir denn hier? Militärhandschuhe. Oh, gut, nehmen wir auch mit. Neue Kleider sind immer schön. Auch wenn, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber die Rüstungen hier haben keine wirklichen Werte. Also es ist vollkommen egal, welche Rüstung ich letzten Endes anziehe. Da verändert sich nichts an meiner Stärke oder an meinem, ja, meiner Ausdauer. Zeitverzögerungstrank ist auch eine schöne Sache. Wie der Name schon sagt, kann man damit die Zeit verzögern. Die Gegner bewegen sich etwas langsamer, wir aber nicht. Das ist ganz praktisch. Gerade wenn viele Gegner kommen. Ist aber auch eher was für Bosskämpfe bei diesen normalen Gegner hier. Wie man schon sieht, also... Anspruchsvoll ist anders. Vielleicht hätte ich doch auf schwer spielen sollen. Oh. Vielleicht werde ich das irgendwann noch tun. Ich werde es jetzt erstmal so durchspielen. Ich denke, das ist in Ordnung. So, da wir ein Held sind, können wir auch gefühlte 30 Meter tief fallen, ohne uns irgendwie weh zu tun. Ist auch immer sehr spannend. Ja, und kennen natürlich auch keine Angst und können hier mit einem Kopfsprung in unbekanntes Gewässer abtauchen. Kein Problem. Die Frage ist nur, ob das mein Hund genauso mitmacht. Ja, tut er. Gut. Ja, eine Tauchstelle. Ein Amethyst. Was ich mich die ganze Zeit schon gefragt habe, auch wie ich es schon mal angespielt habe, finde ich wirklich nichts anderes wie Amethysten oder Gagate? Kann das wirklich sein? Das wäre natürlich, ja, ein bisschen schade, wenn es da sonst keine anderen Sachen gibt. Die Richtung geht es nicht weiter. Aber daneben geht es, glaube ich, runter. Oh! Oh. Das war noch easy going. Nee, hier neben geht es auch nicht runter, oder? Ach, da komme ich eh gleich noch hin. Nämlich ein kleines Rätsel. Na gut, was heißt Rätsel? Rätsel ist vielleicht zu viel gesagt. Eine Passage, wo man sich ein kleines Goodie erspielen kann. Kein großartiges Muss, aber wenn man schon mal hier ist, nimmt man sich ja gerne mit. So, was haben wir hier noch? Hab schon lange keinen Schlüssel mehr gefunden. Ach, ich sehe schon, gleich ist schon wieder die Zeit rum. Bin ich so langsam, oder... Ich glaube, so langsam bin ich gar nicht. Naja, das hier vorne werde ich jetzt noch machen. Dann gibt es wieder einen kleinen Cut. So wie gerade eben schon gewohnt. Dann machen wir weiter. Hab jetzt ein bisschen Lust, was Längeres zu machen. Weiß nicht, ob ich alle Parts heute hochladen werde, weil das doch... immer ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Erst die Videos erstellen und dann noch hochladen. Ja, da hinten war noch eine Truhe. Ein Gesundheitstrank. Sehr schön. Ja, hier vorne kommen wir jetzt wieder nach oben, da wo wir gerade eben angekommen sind. Wie gesagt, ich werde hier kurz pausieren, dann machen wir gleich weiter.